Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, du Liebe. Ja, ich wollte heute mal live gehen und zwar zu dem Thema, zu dem Post, den ich gestern ja veröffentlicht habe. Das war ein Zitat aus einem Gedicht von Khalil Gibran: Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Und warum ich dieses Video gepostet habe und warum mich das eigentlich so berührt hat, als ich das erste Mal gelesen habe, als ich schwanger war. Ich wollte ganz lange Kinder schon haben, eigentlich mein ganzes Leben lang. Und es hat mehrere Jahre eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Also ich hatte immer Partner, die keine Kinder wollten. Oder wie es so oft gesagt wird, es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Und ja, ich wurde immer älter und habe dann gedacht, okay, dann bin ich auch in Kontakt gekommen mit dem Gesetz der Anziehung, also das, was wir uns erschaffen, wird auch Realität. Und ich habe mir gedacht, okay, ich will ja unbedingt Kinder haben. Und mir war da schon klar, okay, ich will das so unbedingt und komme da aus einem, ja, aus einem Mangelbewusstsein heraus. Und es war dann tatsächlich so, als ich diesen Gedanken, Kinder zu haben, ich war dann schon älter und ich habe dann irgendwie gedacht, okay, ich hatte keinen Partner zu dem Zeitpunkt. Und ich habe dann tatsächlich gedacht, okay, ich gebe diesen Gedanken auf. Also dann, wenn es nicht sein soll, dann lebe ich ein Leben eben ohne Kinder. Und war da sehr traurig drüber und habe da auch getrauert und habe das aber losgelassen. Und spannenderweise, als ich das losgelassen habe und das hört man ja auch ganz oft, ne? Gerade so bei Leuten, die vielleicht auch Kinder adoptieren, dass dann plötzlich die Frau doch noch schwanger wird. Also ich habe dann tatsächlich einen Partner kennengelernt, der dann auch Kinder wollte mit mir. Und ja, und dann ging das alles eigentlich verhältnismäßig schnell. Und dann ist mir dieses Gedicht begegnet. Und für mich war klar, also ich habe mir im Vorfeld darüber Gedanken gemacht und ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch gemacht hast. Manche Kinder sind ja sozusagen ein Unfall, wobei ich an Unfälle auch immer nicht so glaube, aber und man wird da so reingeschmissen wie ins kalte Wasser, so hoch, jetzt plötzlich bin ich schwanger und jetzt muss ich mir Gedanken zu ganz vielen Themen machen, ja. Also, und ich habe mir gedacht, okay, was ist das Wichtigste, was ist mir das Wichtigste, wenn ich Kinder habe? Und das Wichtigste war mir tatsächlich, in Kontakt mit meinen Kindern zu sein. Also, und dass meine Kinder Vertrauen zu mir haben können. Das war so das Wichtigste, was ich selber bei meiner Mutter nie hatte. Dass ich das Gefühl hatte, ich kann der vertrauen und dass ich eine enge Verbindung zu der habe. Und mit enge Verbindung meine ich nicht, dass man jetzt die ganze Zeit aneinander klebt, ja, oder dass ich immer weiß, was mein Kind macht und wo mein Kind ist und wie es dem geht und so weiter, sondern mit unter Verbindung verstehe ich, vielleicht ist das auch ein bisschen spirituell oder so. Unter Verbindung verstehe ich ein Gefühl. Also für mich ist das ein Gefühl, dass da ein unsichtbares Band ist zwischen mir und meinem Kind und darüber, ja, laufen irgendwie Informationen. Und spannenderweise, ich habe ja zwei Kinder, spannenderweise war die Verbindung zu meiner ersten Tochter immer viel stärker als die Verbindung zu meiner zweiten Tochter. Und das war eine ganze Weile so, dass ich das Gefühl habe, ich tappe da so im Nebel bei ihr und ja, wusste eigentlich nie genau, konnte nie genau so richtig fühlen, wo ist sie, wie geht's ihr, was passiert da und so. Und bei meiner ersten Tochter war das nie so der Fall. Also da war immer irgendwie klar, ich habe gefühlt, wie es der geht. Also ich habe manchmal auch Sachen gewusst, da hat sie gesagt, oh Gott, woher weißt du das und so, ja. Und dann habe ich immer gesagt, ja, Mütter haben zu ihren Kindern immer eine ganz enge Verbindung und deswegen weiß ich das. Das war so ein intuitives Wissen, so. Na, ich hatte eigentlich gar nicht so wirklich große Anhaltspunkte, aber ich wusste bestimmte Dinge. Und ja, das war mir also total wichtig, dieses Vertrauen. Ich wollte, dass die Vertrauen zu mir haben und ich wollte, dass die Verbindung da ist. Und dieser Post, dieses Gedicht
das hat mir eigentlich noch mal klar gemacht, dass mir meine Kinder nicht gehören. Also sie sind nicht mein Eigentum. Ich darf nicht über sie bestimmen zu 100%. Ja, und ich habe mich gefragt, okay, was ist mein Beziehung, was ist mein Erziehungsauftrag? Also was ist mein Auftrag als Mutter? Oder wie sehe ich meinen Auftrag? Also im Prinzip könnte man sagen, ich habe mir selbst einen Auftrag erteilt, wo drin stand, okay, wofür bin ich zuständig, was muss ich tun? Und das Spannende ist ja tatsächlich, dass das mit dem Alter der Kinder sich auch immer wieder verändert. Ne? Selbst wenn du jetzt irgendwie für dich entscheidest, okay, also Vertrauen und Verbindung ist für mich ganz wichtig, dann ist erstmal die Frage, okay, wie baue ich denn dieses Vertrauen auf? So, und es beginnt ja letztendlich, es beginnt mit der Geburt, weil du da dein Kind das erste Mal auch sehr schmerzhaft loslassen musst. Das heißt, diese Verknüpfung mit, ich lasse mein Kind los, ist sehr schmerzhaft, schon mit der Entbindung. Also es sei denn, du hast einen Kaiserschnitt oder so, dann ist es vielleicht traumatisch. Das Loslassen ist traumatisch oder sowas, ja. Und ich habe tatsächlich im Geburtshaus entbunden, und es war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, weil, und jetzt kommt es, weil ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich habe diese Entscheidung getroffen, ich will im Geburtshaus entbinden, weil es damit mir am besten geht. Und das bedarf einer gewissen Übernahme der Verantwortung für mich selbst. Weil es gab etliche Leute in meinem Umfeld, die gesagt haben, oh Gott, warum gehst du in ein Krankenhaus? Und das Verrückte war tatsächlich, wir haben ganz in der Nähe, also einen Steinwurf entfernt, von einem Krankenhaus gewohnt. Also ich hätte da hinlaufen können, theoretisch. Also, und ich bin sozusagen durch, ich glaube, es waren zwei oder drei Bezirke hier in Berlin gefahren. Also ich hab Wehen gekriegt. Es hieß, jetzt fahren wir ins Geburtshaus und wir sind mit dem Taxi drei Bezirke weitergefahren, damit ich entbinden konnte. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich bin da auch meinem Gefühl gefolgt. Ich wusste, ich will nicht in einem Krankenhaus entbinden. Und ich meine, wenn du kannst das ja noch mal für dich reflektieren, wie das für dich war. Hast du diese Entscheidung getroffen oder wurde diese Entscheidung für dich getroffen? Denn damit fängt es an. Wenn wir anfangen, Entscheidungen für uns treffen zu lassen, dann sind wir nicht mehr in der Verantwortung für uns selbst und für unsere Gefühle und für unsere Bedürfnisse. Dann geben wir die Verantwortung und damit auch die Macht über unser Leben ab. Und genauso ist es im Prinzip mit den Kindern, wenn wir unsere Kinder aufziehen. Du als Mutter musst du immer wieder Entscheidungen treffen und als alleinerziehende Mutter musst du, also das hat Vor- und Nachteile. Also ich bin allein erziehungsberechtigt, das hat Vor- und Nachteile. Das hat den Vorteil, dass ich mich nicht ständig absprechen muss. Es hat den Vorteil, dass ich nicht den Vater überzeugen muss, dass dieses oder jenes oder dass ich dieses oder jenes gut empfinde für mein Kind oder für unser Kind. Ja, das ist auch so eine Sache. Ja, wenn ich getrennt bin vom Partner, was trage ich denn dann noch mit mir an Groll und Ärger mit mir herum? Also ich habe ganz viele Themen und folge mir gerne, bleib da gerne dran, die wichtig sind. Also das Aufräumen mit der Beziehung zum Vater. Das ist total wichtig. Weil überlege mal, in deinem Kind lebst du und der Vater. Das sind Gene, die vermischt sind. Das sind Zellen, die vermischt sind. So, und wenn du Groll hegst gegen den Vater, hegst du Groll gegen die Hälfte des Kindes. Das Kind spürt das. Das Kind wird immer euch beide lieben. Das Kind liebt immer euch beide, egal was passiert. Das ist echt krass. Also da kriege ich auch wirklich eine Gänsehaut. Das ist auf eine Art, ist es eigentlich schlimm und traurig, aber es ist so, weil es passieren natürlich nicht nur gute Sachen mit Kindern zwischen den Eltern und Kindern. Ja, es gibt leider auch Eltern, die Kinder ich sage jetzt mal vorsichtig, nicht so gut behandeln. Und trotzdem, die Kinder wachen morgens auf und lieben ihre Eltern. Oh Gott, also da kriege ich schon wieder Tränen in den Augen. Ja, das ist so. Du hast jeden Tag
jeden Tag, wenn du aufwachst und wenn dein Kind aufwacht, eine neue Chance, eine neue Chance. Dein Kind liebt dich jeden Tag wieder neu. So, und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, weil es jetzt ein bisschen emotional für mich war. Aber genau, also du entscheidest ganz viel. Und die Frage ist, du bist auch immer Vorbild für dein Kind. Du bist immer Vorbild für dein Kind. Und alles, was du tust und alles, was du sagst, und das soll dich jetzt um Gottes Willen nicht unter Druck setzen, was ich jetzt sage. Ja, weil das kann natürlich auch, oh Gott, was ich hier immer mache und ist ja furchtbar. Nee, 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 stopp, halte inne. Also innehalten ist sowieso was ganz super Gutes. Der erste Schritt, also wenn du nur eins jetzt aus diesem Video mit rausnimmst, dann das Innehalten. Das ist der erste Schritt. Erstmal innehalten. So, und dann erstmal gucken. So, und du hast immer wieder neu die Wahl, dich zu entscheiden, wie will ich jetzt mich verhalten? Oder was will ich jetzt sagen? Oder wie will ich jetzt mit der Situation umgehen? Und es gibt wunderbare Werkzeuge auch, um so Sachen aufzulösen, die irgendwie abgelaufen sind, die irgendwie nicht so gut gelaufen sind. Das ist ja gar kein Problem. Aber was wichtig ist, dass du mitbekommst, du triffst Entscheidungen. Und du triffst Entscheidungen für dein Kind bis zu einem gewissen Alter. Und das mal zu reflektieren, wo fängt das an, ab welchem Alter fängt das an, dass du dem Kind auch Verantwortung überträgst. Weil was ist dein Ziel? Möchtest du einen verantwortungsvollen Erwachsenen ins Leben entlassen? Und was bedeutet das überhaupt? Was bedeutet das für dich? Vielleicht ist das gar kein Ziel für dich, einen verantwortungsvollen Erwachsenen ins Leben zu entlassen. Ja? So. Und wenn du als Mutter, wenn du als alleinerziehende Mutter für alles zu 100% Verantwortung übernimmst, was dich und dein Kind betrifft, also wenn du das für dich machst, für mich, falscher Versprecher, also wenn du das für dich machst, dass du für dein Leben 100% Verantwortung übernimmst, super, super. Frag dich mal, ob du das wirklich machst. Aber für dein Kind auch noch zu 100% Verantwortung zu übernehmen. Das ist das, was Stress macht. Das ist das, was Stress macht, weil du übernimmst für drei Kinder, für zwei Kinder und dich, du hast im Prinzip 300% Verantwortung auf deinen Schultern und das ist zu viel. Das ist zu viel. Das heißt nicht, dass du einem kleinen Baby 100% Verantwortung übertragen sollst. Das meine ich damit nicht. Aber die Verantwortung wachsen zu lassen, genauso wie das Kind wächst. So wie das Kind wächst, so sollte auch das Wachsen der Verantwortung mitwachsen, sozusagen. Und deine Herausforderung oder deine Aufgabe als Mutter ist es, als alleinerziehende Mutter ist es, immer wieder neu zu schauen, wie viel Verantwortung kann ich meinem Kind übertragen. Und wenn da Ängste hochkommen und wenn du die vielleicht auch im ersten Moment nicht erkennst, mal zu schauen, okay, mit wem haben denn jetzt diese Ängste tatsächlich zu tun? Haben die mit dir zu tun oder haben die mit deinem Kind zu tun? Und in den meisten Fällen habe ich für mich erkannt, dass das meine Ängste sind. Zum Beispiel dieses Beispiel, dass meine Kinder unbedingt alleine von der Schule gehen wollten. Und ich habe da wirklich überlegt, ob ich das jetzt zulasse. Und ich meine, der Weg sind 12 Minuten oder so. Das ist jetzt nicht die Welt, aber wir sind hier in Berlin, in der Großstadt. Da können hunderte Ängste kommen. Da kann ich mir selber Horrorgeschichten erzählen, was da alles auf dem Weg passieren kann. Aber die Frage ist, nützt es meinem Kind? Und das ist das, was ich meine mit diesem Post von Kilian Gibran. Die Ängste von dir haben nichts mit den Ängsten der Kinder zu tun. Und die sind nicht da, diese Ängste. Und natürlich willst du dein Kind beschützen und beschützen vor schlechten Dingen. Aber die Frage ist ja auch, wieder dahin zu kommen, ich bin das Vorbild. Will ich den Kindern zeigen, dass ich voller Angst bin in der Welt? Oder voll Sorge, was da alles passieren könnte. Und ja, es geht gar nicht darum zu sagen, da passiert nichts Schlimmes oder da kann nichts Schlimmes passieren. Es kann immer irgendwie irgendwas Schlimmes passieren. Aber wir sollten, glaube ich, lernen, und wenn ich mit dem Gesetz der Anziehung arbeite, wirklich lernen, darin zu vertrauen, dass alles gut werden wird. Dass vielleicht sogar so weit zu gehen, zu sagen, es wird alles gut sein. Es wird
gut sein. Und das war auch gut. Ja, auch wenn ich ein bisschen unruhig war, habe ich trotzdem versucht, mich zusammenzureißen und darauf zu vertrauen, dass es gut wird. Und es ist gut gewesen. Und die waren so stolz. Die haben sich so gefreut. Die waren so. Und wir nehmen unseren Kindern dann die Freude und das Wachsen. Da fällt mir noch eine Geschichte ein. Also Paula, meine älteste Tochter, wollte unbedingt, da ist sie in die Sonnenklasse gekommen in der Schule, und sie wollte unbedingt auf einen Ast klettern, eines Baumes. Und der Ast war. Das war kein ganzer Baum mehr, sondern das war so ein Ast, der ragte so ein bisschen und der war vielleicht, weiß ich nicht, 1,5 Meter hoch oder so. Und sie war noch ganz klein und sie wollte unbedingt auf diesen Ast klettern und hat gesagt: Mama, hilf mir mal auf diesen Ast. Und ich habe gedacht kurz: Ist es jetzt gut, wenn ich ihr helfe? Also, natürlich will eine Mutter ihrem Kind helfen. Oh, klar, ich wäre sofort hingelaufen, hätte sie da hochgehoben. Aber ich habe innegehalten und habe gedacht: Okay. Helfe ich ihr jetzt dabei und nehme ihr das, dass sie irgendwann da alleine raufkommt. Das Gefühl von, ich habe es alleine geschafft. Ich habe was erreicht. Ich habe einen Erfolg. Ich habe ein Ziel erreicht. Ich habe so. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sie war noch ganz klein, und ich habe gesagt: Weißt du was, Paula? Ich glaube an dich. Ich weiß, irgendwann wirst du da raufklettern, ganz alleine. Und dann wirst du total stolz sein. Und ich möchte dir das nicht nehmen. Ich könnte dir jetzt helfen da hoch. So, und dann war sie ein bisschen traurig und hat dann da irgendwie noch mal versucht und hat es nicht geschafft. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, okay, sie hat es aber irgendwie verstanden, was ich ihr da erklärt habe. Und irgendwann war sie da auf diesem Ast. Und sie war so stolz. Sie war so. Sie hat gesagt: Mama, guck, ich bin alleine auf diesem Ast. Ich bin alleine darauf gekommen. Das war. Gott, das waren so Momente, wo ich denke, hätte ich da jetzt anders reagiert, hätte ich ihr das nicht zugetraut, hätte ich nicht Vertrauen in den Plan gehabt, hätte ich nicht, dann hätte ich ihr das genommen, ja? So, das war jetzt noch das Letzte, was ich noch teilen wollte. Ich hoffe, ihr habt viel mitnehmen können aus diesem Video. Ich hoffe, das war hilfreich. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, ob ihr das Replay gesehen habt. Hinterlasst mir gerne ein Herzchen oder was auch immer. Folgt mir gerne, denn es wird jetzt noch ganz viel mehr Videos zu unterschiedlichsten Themen geben, die alleinerziehende Mütter betreffen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen, ein bisschen mehr Vertrauen in euch selbst und in eure Fähigkeiten zu bekommen. Und ich wünsche euch einen ganz wunderbaren sonnigen Tag, ein super Start ins Wochenende, und alles Liebe und bis bald.